Okay, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tears of the Kingdom. Das letzte Mal haben wir hier dem werten Kollegen hier geholfen, seine vier Augen wieder einzubauen und haben dafür als Belohnung tatsächlich einen Herzcontainer bekommen. Ziemlich wild. Und tatsächlich können wir noch einen Herzcontainer uns abholen, weil wir ja mal wieder vier Dinger gesammelt haben. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt mal eben ganz schnell. Ja, im Zweifel ist es halt Kakariko, ne? Ich vergesse mal, wo Kakariko ist da. Kakariko! Ricola! Ja, machen wir mal eben schnell und dann muss ich mir überlegen, was wir machen. Beziehungsweise, eigentlich habe ich sogar eine Idee. Ich würde gerne nochmal in den Sturm oben rein und die andere Insel da drauf erkunden. Da gibt es sicherlich noch einen Schrein zu entdecken. Da bin ich mir fast sicher. Ja, ja, ja. Und jetzt geht's dann auch hoffentlich bald endlich mal ein bisschen los damit, dass ich jetzt die nächsten Quests mal tatsächlich abarbeite. Ja, Punkt. Ich fehl nur noch Herzen. Hier auf Nummer sicher. Auch wenn wir ja anscheinend jetzt zweimal noch Ausdauer machen könnten. Plop. So, wie wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 minus 8 ist. Ich hätte von links einfach rechnen sollen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hä? Ach nee, es sind ja 20 pro Reihe, nicht 15. Ich lüge natürlich. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32! 32 Herzen, wow. Ich erinnere mich noch, als wir 27 hatten, das war noch nicht so lange her. Okay, ja, dann wollen wir mal. Also irgendwo hier, ne? Kann man sich von irgendwo hier direkt hochballern? Eher nicht, na doch. Probieren wir es mal. Ja, und dann halt, wie gesagt, ein bisschen Quests. Muss ich mir mal überlegen, was ich davon jetzt als nächstes mache. Exalfos Schwanz plus Waffe. Ha, Schwanz, lustig. Aber jetzt eh keine Waffen mehr, ich habe das Masterschwert. Ach ja, apropos Masterschwert, mir ist noch eine lustige Sache aufgefallen nach dem letzten Mal. Nach der letzten Folge. Jetzt, wo wir Full Life sind, ne? Der gute alte Trick, oh, ist ein Wandschrein in der Nähe. Das ist ja interessant. Geht natürlich wieder hier. Piu! Piu! Wenn man Full Life ist, kann man Schüsse verschießen. Ja, sorry, da muss ich jetzt doch gerade erstmal kurz gucken, ob ich hier den Schrein tatsächlich finde. Und das sieht irgendwie nicht so gut aus. Na, ich gehe mal runter. Da ist ein Brunnen auf jeden Fall. Ja. Zweifel gehe ich gleich mal in den Brunnen rein. Da ist auch noch ein Brunnen. Ja, tiefer. Ich gehe mal in den Brunnen, ne? Ah. Südbrunnen von irgendwas. Ich konnte es gerade nicht so schnell lesen, was da stand. Okay, da ist der Schrein auf jeden Fall. Sieht aber irgendwie nicht so begehbar aus, muss man tatsächlich sagen. Gab ja noch den anderen Eingang, ne? Kannst einfach den mal ausprobieren. Flop. Ja, eigentlich mit diesem Schreinmodul müsste man jetzt eigentlich auch nochmal die ganze Welt abgehen, ne? Aber ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Blank, blank. Ich probiere es mal von dem Brunnen aus. Betet mit mir, dass es hier ist oder so. Okay. Och nö. Masterschwert hält immer noch nichts aus, gut zu wissen.
Interessant. Okay. Da der Eingang schon mal so ein bisschen versperrt war, gehe ich davon aus, dass das schon mal der richtige Weg ist. Aber bestimmt noch mit noch mehr Rätseln verbunden. Aha. Mehr leuchtende Eingänge hier. War eine Kiste, aber ich traue mich nicht, sie zu holen. Ah, guck mal, da ist er. Oh. Ach, nee. Nee, 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 hab nicht so Bock auf dich gerade. Aber er hat Bock auf mich auf jeden Fall. Was? Ach so. Oh. Ja, da genau. Ich hasse das so ein bisschen, dass man in Höhlen auch immer abrutscht. Ja, ob man sich das überlegt hat, der gehört auch irgendwie, weiß ich nicht, geköpft oder so. Zu Schreien. Guck, ob das nur ein Segensschrein ist. Und das eigentlich mit irgendeiner Quest zusammenhängt. Na, ich tippe mal nicht. Ich glaube, hier ist noch der Real Deal drin. Never mind. Oh Mann. Langer Lulatsch. Wir brauchen so einen Scheiß, yay. Jorunitstab, geh weg. Naja. Wir machen es ja fürs Segenslicht, ne? Ist ja klar. Das ist schon echt krass, wie viele Herzen wir haben. Ich mag diese Ansicht, muss ich sagen. Wie wenig Batterie wir jetzt haben. Ja, aber irgendwie brauche ich es auch nicht. Naja. Ja, eigentlich wäre es jetzt nochmal interessant, dieses Mayui-Viech hier irgendwo zu finden, was hier wahrscheinlich auch wieder irgendwo rumchillt. Ist ja anscheinend in jeder Höhle eins drin. Also wirklich Bock, alle zusammen habe ich sowieso nicht. Der Ivarok soll mal seine Schnauze halten da. Hätte ich gerne gelootet. Oh, jetzt bin ich sogar raus. Tschüss! Eigentlich unnötig, weil ich porte mich ja jetzt eh wieder zum Turm. So, dahin nämlich. AD, ja. Westnikluda stand da gerade. AD, ja. Aha. Das habe ich noch nie gehört. Also halt wirklich nicht. So, aber schön. Kleiner Schrein für zwischendurch. Ist doch Wunderbärchen. Ich will hier nach oben. Yippie! So, guck mal, ist doch direkt in meiner Fresse jetzt hier, ne? Schon cool. Ja. I know. Komische Fake-Zelda hier. Übrigens, das reicht hier gerade, was ich hier mache. Hab ein bisschen Sorge, dass es das nicht tut. Zumindest so von der Ausdauer her, das ist so das Hauptproblem an der ganzen Sache, aber Donnergoldinseln.
Ja, fair enough. Masterschwert ist doch bestimmt. Scheiße, Masterschwert ist böse, okay. Ich sehe halt nichts. Hier ist eine Insel. Okay, ich bin erfolgreich auf einer Insel gelandet. Ich schläge keinen Schrein aus, das gefällt mir nicht. Hier irgendwas sehen? Nee, ne? Ha. Sollst auf das Blatt darauf, danke. Mann, Link, ey, was soll denn das? Brrr, kann ich hier irgendwie? Nee. Nee. Hilft das ein bisschen hier? Nein. Nicht wirklich. Ja, man kann hier ein bisschen die Inseln erkennen, ne? Ja, doch, kann man, okay. Dachte eigentlich mal hier auch wieder so ein Ding gesehen zu haben. So eine kreuzartige Insel. Dem scheint es ja doch nicht zu sein. Ist irgendwer verreckt? Lustig. Hallo? Bin ich denn jetzt? Okay. Eieieiei. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Weil da jetzt irgendwie da oben was ist oder so. Ach, scheiße. Ja, keine Ahnung. Ah, da ist auch was. Ja. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Das weiß irgendwie auch niemand, glaube ich. Du Scheiße, Alter. Das ist wirklich gar nichts. Ah, das ist schon irgendwas. Ach nee, hä? Das schon die Inseln von da hinten? Ich habe gar keine Ahnung. Ja, anscheinend schon. Scheiße. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Da jetzt irgendwie eh nichts ausgeschlagen ist hier so wirklich. Vom Schreinradar her. Sehe ich jetzt hier auch erstmal nichts. Wo ich gerade mal dabei bin, ne? Eigentlich wäre es auch meine Idee, das hier zu machen. Also hier die ganzen Labyrinthe der Luft. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie ich da überhaupt hinkomme. Von hier aus ist es eher Essig, ne? Ich versuch's mal. Hier sehe ich irgendwie. Nee, hier ist nichts. So, Punkt. Ich hab Angst, okay? Oh gut, da kann man sogar ein bisschen was sehen. Ich kann mal versuchen, das Masterschwert alle zu machen. Mal gucken, was dann passiert. Ja. Batterieleistung lässt nach. Mutter. Gegen Wände schlagen, wenn es kaputt geht, ne? Oh. Ach, ich bin gedamaged. Ach so, wegen dem. Scheiße. Ja, okay. Ich wollte es damit es mal reloadet, ne? Aber gut, dann halt nicht. So, da ist es auf jeden Fall. Ah, da komme ich nicht hin von hier. Nope. Ich finde das alles irgendwie doof mit den Inseln. Ich weiß nicht. Unklarheit darüber, wie man da hinkommt. An die Orte, an die man will oder muss. Das ist alles irgendwie nicht so gut. Da sehe ich auf jeden Fall den Schrein. Schön. Naja, muss mir ein Flugzeug bauen oder so, ne?
muss ich mir halt ein Flugzeug bauen. Sollte ja reichen. Ja, oder mit so einer Plattform hier, ne? Das wäre auch eine Idee. Machen wir es erstmal damit. Hallöchen. Funktioniert einfach so. Oh. Ja. Ja, komm, ist okay, Link, heul nicht rum. Zieh dir halt eine richtige Hose an. Hier. Ja, ne? Ist jetzt nicht das Spannendste der Welt, aber es ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung so. Ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwas entdecke, so irgendein Schrein oder so. Wahrscheinlich nicht. Ich habe gefühlt wahrscheinlich schon alle auf der Oberwelt entdeckt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass manche so irgendwie in diesen Schluchten hier drin sind. So irgendwie, ne? Hier so oder so. Das ist heute die einzige Schlucht, die existiert. So, wo ist der Eingang hier? Da. Ja, dann ballern wir doch jetzt einfach nochmal rauf, in der Hoffnung, dass es auch noch funktioniert und uns weit nach oben treibt. Dann versuchen wir mal rüber zu gleiten, ha? Huh? Boah, wir könnten auch viel klüger sein eigentlich. Nein. Einfach uns so rüber hovern lassen. Macht's ein bisschen einfacher, ne? Ich finde das immer echt cool, dass sich Yunobo wirklich so direkt da dann an die Kanten setzt, wenn man irgendwie auch nur in Bewegung ist. Direkt eine Waffe hat. Für sein Auto. Die Waffe fürs Auto. Eigentlich sind die Dinger hier echt cool, ne? Das ist sehr unterschätzt. Damit kann man einfach halt ewig lang durch die Luft fliegen eigentlich. Weil die halt nicht wieder unten landen. Gut, die brauchen natürlich ein paar Ventilatoren oder Raketen, aber davon habe ich ja welche. Kann ich überholen, dann ist einfach gut. Ja, dann kann ich da jetzt ja eigentlich schon hinfliegen, oder? Sollte eigentlich schon reichen. Ach, ist ein Bandschrein in der Nähe. Sag es nicht. Aber die Frage ist, das ist ja nicht der Schrein des Endes, oder? Also, der ist wahrscheinlich nur für einen schnellen Punkt hierhin. Und das eigentliche Rätsel kommt noch. Oh, oh. Ups, was war das denn gerade? Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ah, hier ist wieder unter andere Gravitation. Irgendwie auch sehr selektiv hier, ne? Was jetzt so komische Gravitation hat, aber okay. Bin ich ja mal gespannt hier. Oh, oh, ich trau mich gar nicht. Hier muss ich erstmal was lösen. Fallgeschwindigkeit. Mopsgeschwindigkeit. Bounce hin und her. Was macht das? Ah. Oh, das war Zufall. Das ist direkt richtig ab. Aber auch gut so, ne? So, ich kann dann hinterher springen. Okay. Got that. Ich will jetzt eigentlich nicht. Ja. Juhu!
Doch nicht. Da haben wir auf jeden Fall irgendeine komische Konstruktion in der Ecke. Die kann ich die Gravitation auch schon wieder ändern. Okay. Ich glaube, ich verstehe das Problem. Frage ist, wo kommt die Kugel her? Ach so. Von unten auch. Das ergibt Sinn tatsächlich, ja. Volltreffer. Holy shit. Okay. Aber es fehlt noch eine Truhe. Ich kann mir vorstellen, dass die irgendwo ist, wo ich mich halt auch wieder mitschießen muss, ne? Da drin oder so. Das wäre bescheuert. Ja, oder halt da drüben drin, ne? Da gehen natürlich auch. Bitte was Gutes. Das ist scheiße. Sag mal, wie es ist. Muss ich leider das hier nochmal aktivieren, weil ich es falsch gemacht habe. Yippie! Aber ist schon cool, dass man dann auch einfach so, ne, ein bisschen abkürzen kann. Ist alles raus hier? Ja. Yippie! So, Nummer 2 wieder, ne? Von den Sehenslichtern. Ja. Geht ja schon wieder ratzfatz hier. Das ist schon cool. Ja, dann denke ich mal, dass da drin auch nochmal ein Schrein ist. Dann sind es vielleicht auch bei den anderen Labyrinthen ähnlich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall safe nochmal 5 Schreine einfach. Dann fehlen ja auch gar nicht so viele eigentlich. So, was ist hier jetzt los? Du, der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind 4 Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle 4. Ach du Scheiße. Kacke ich mich ja jetzt schon ein. Okay, 4 Vorrichtungen, aktiviere alle 4. Ich würde gerne wissen, wie die aussehen. Das fände ich tatsächlich ganz praktisch. Aber, naja, muss halt auch nicht, ne? Naja. So, ja, da kommen wir jetzt schon mal direkt nicht hin. Das ist schon mal richtig geil. Ja, das ist mal scheiße. Komme ich wieder. Link, kämpfe. Danke. Nein, kämpfe, habe ich gesagt. Okay. Kann ich die Wände hier hochklettern? Warum nicht? Okay. Ach, da ist Wind. Okay. Nur manchmal, okay. Oh Gott. Okay, das ist, eine Sache, möchte ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist noch eine Truhe, hä? Ja, ich glaube, ich bin tot. At this point. Was passiert, wenn ich jetzt hier unten lande? Dann entsteht Luft. Luftige Luft. Ist das hoch genug? Ja.
Aber es ist nicht so eine Vorrichtung, die ich brauche. Naja. Ja, direkt wieder weg mit dem komischen Zauberstab hier, würde ich sagen. So. Wie, Moment, was? Kann ich aus der Tasche nehmen? Deine hässliche Scheißmutter. Was war das denn jetzt? Oh, bleib doch da drin, ey, ganz ehrlich. Dann geh mir einen hier auf den Sack hier. Ich glaube, der Wind wird aktiviert. Nee. Ich würde sagen, der Wind wird aktiviert, sobald ich den berühre, den Boden. Nee, irgendwie auch anders. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt muss ich echt alles durchsuchen. Oh, weia, ey. Beziehungsweise, ich müsste einmal so eine Vorrichtung finden, damit ich weiß, wie sie aussieht und man sie vielleicht auch auf der Map erkennen kann. Ich muss einfach nur die Dinge aktivieren hier, ha? Okay. Okay. Okay, sehr schön. Ja, dann kann ich mir das hier auf der Karte ja nicht angucken, ne? Dann werden das auf allen Seiten was sein und noch irgendwo in der Mitte? Ich habe keine Ahnung. Lalalala. Wii. Doch nicht Wii. Ja, Wii. Mehr Wii. Ich will richtig fliegen. Fiese Sache. Ah ja, ich glaube, in der Mitte ist so ein Ding. Okay. Kann man ja eigentlich auch hier gucken, wie man da hinkommt. Der hier von offensichtlich nicht. Naja. Ich finde das irgendwie schon gut, dass man hier auch einfach so durchfahren kann. Das ist nett. Genau, schön hoch. So mag ich's. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie ich überhaupt reingekommen bin. Von da, glaube ich, ne? Von hier so, ne? Ja. Flop, flop. Dann machen wir doch jetzt mal denselben Spaß von der anderen Seite. Versuchen es zumindest. Okay, da muss ich schon mal ein ganzes Eckchen höher. Das ist ja ekelhafter. Das gefällt mir ja gar nicht. Na gut. Wind. Wie ist das der einzige Ort hier mit Wind? Ich bin etwas verwirrt. Oh. Ach nee, da stand ich gerade. Ich dachte, ich hätte einfach durchgekonnt. Aber ich könnte von hier aus weiter nach dem, zu dem da hinten. Ja, komm, machen wir das so. Wenn es so funktioniert. Wow, nein, ganz ruhig. Ja, genau, jetzt nach oben. Jetzt schön weit nach oben. Ja, so mag ich's. So, dann einfach weiter geradeaus, ne? Ja. Also da lang. Batterieleistung lässt nach. Es ist okay. Es ist okay. Es reicht noch. So, Vorrichtung Nummer 2. Gott, meine Stimme. 2. So, komme ich von hier aus vielleicht easy zum anderen. Ja, sieht so aus tatsächlich. Komm jetzt hier nicht raus, oder was? Was ist denn hier? Danke. Joa. Wenn ich jetzt hier runter gehe. Doch, da komme ich wieder nach oben. Sehr schön. Oh, das ist aber auch, das ist cool tatsächlich, wie man hier so durchgeschossen wird. Das gefällt mir sehr gut. Noch eine Truhe. Na gut. Bitte was Gutes drin. So 5 Millionen Pfeile. Schwer ist das, irgendwie das gleiche Schwert hier.
Jetzt hat's funktioniert. Schön. Oh. So. Jetzt nur noch irgendwie in die Mitte kommen. Das ist die Frage, ne? Wie stellt man das an? Vermutlich von da. Mist. Wäre ich mal anders gelaufen, ich auf dem Kopf. Naja, warte, dann drehen wir wieder um. Wobei, kann ich auch wieder umdrehen? Ja, doch schon so, ne? So, flatter, flatter, flatter. Flatter, flatter, flatter. Flatter dir ein ab. Und dann gucken wir mal, ob ich hier irgendwie reinkomme. Wie ist noch ein Sonanium-Großschwert drin? Ist dann kotzig. Ja, es ist alles hier so ein bisschen. Ich erkenne hier ein Muster. Aber das ist nicht der Eingang gerade, zu dem ich möchte. Das ist mehr oder weniger der Eingang, zu dem ich möchte. Das war da ganz weit oben. Ha! Wie funktioniert der Wind hier? Warum ist der manchmal da, manchmal nicht? Weil die Fliegen gehört da auf. Das ist ja ultra frech. Das heißt, der soll wahrscheinlich nur bis hier gehen. Okay, Planänderung. Wir versuchen vielleicht von unten da reinzukommen. Vielleicht funktioniert das. Dass man hier irgendwie so unten drunter irgendwo kann. Irgendwie glaube ich da gerade nicht dran, muss ich tatsächlich doch mal sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Oh, scheiße. Doch, 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 das sieht tatsächlich ganz gut aus. Das sieht goldrichtig aus. Es sieht doch nicht goldrichtig aus, weil hier der Anfang ist. Ficken. Es war ein Versuch wert, ne? Finde ich. Mist. Na ja, gut. Okay, wie komme ich jetzt in die Mitte rein? Wie komme ich in die Mitte rein? Wie ist es resettet oder so ein Blödsinn? Direkt dahinter, ne? Kann man ja eigentlich mal. Aua. Gucken, ob ich hier irgendwas sehe. Irgendeinen potenziellen Eingang, aber irgendwie nicht. Ich bin unzufrieden, muss ich sagen. Mag es, dass man da irgendwie scheinbar kurz an die Wand kann. Da oben? Nee, sieht aber nur so aus, als wenn da kein Gitter ist. Ist die Reichweite nicht krass genug?
Also ich würde schon behaupten, dass es irgendwie von hinten zu bewerkstelligen ist. Aber wie genau? Das ist hier die Frage, die ich nicht beantworten kann, leider. Die auch nicht an den Wänden klettern kann. Ist schon fies, aber irgendwie auch fair. Wie muss ich in diesem Zwischenbereich da kommen? Da sind auch so Treppen, ne? Kommt da ja von unten hin. Warte mal. Nee. Warte, 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 warte. Ach so, oben. Okay, nee, das ist doch Käse. Ich mache jetzt hier mal einen Speicherpunkt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Nicht, dass ich am Anfang doch wieder. Also, wenn ich jetzt lade, ist dann doch wieder irgendwo draußen rausgesetzt werde, ne? Aber. Da ist halt so eine Treppe, ne? Das ist halt schon irgendwie. Sass. Als wenn ich da halt dann irgendwie. Doch wieder von außen rankomme. Das ist alles so weird. Okay, pass mal auf. Warte mal, wir machen das doch nochmal anders. Ich guck nur mal von hier. Da oben vielleicht. Man müsste jetzt halt irgendwie nochmal den Boost nach oben bekommen. Weil ich bis heute irgendwie nicht verstanden habe, wie der jetzt getriggert wird. Könnte das ein bisschen schwierig werden. Ja, ich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Okay, hier im Zweifel immer bei so den Dingern. Da kriege ich mal so einen schönen Boost. Jetzt irgendwie fühlt es sich auch nicht so ganz richtig an. Naja. Achso, das war der Eingang. Ach, leck mich doch am Arschloch. Ja, das funktioniert hier alles irgendwie nicht. Komme ich denn da hin? Sammer. Ich weiß es nicht. Langsam wird es ein bisschen doof. Ich würde schon gerne so langsam mal dahin kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Trauer im Gesicht. Wie ist das eigentlich hier? Ja, hier standen wir auch schon mal, ne? Das ist halt auch Kacke. Oder ist es auch nicht Kacke? Das ist ganz und gar nicht Kacke. Oh mein Gott. Hier ist ja der Weg. Das ist ja lustig. Okay, muss ich nur noch irgendwie nach oben kommen. Hehe. Oh mein Gott, ich hätte einfach die ganze Zeit rüber gekonnt. Gott. Okay, ich habe es nicht gerallt. Falsche Seite. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Noch ein Labyrinth weiter oben. Wehe, der gibt mir einen Herzcontainer. Wobei, es wäre eigentlich gut.
Der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Der Weg vom Labyrinth der Erde hinab in die Tiefe ist nun nicht mehr versperrt. Ach, das, was man da gesehen hat, okay. Verborgen im Herzen der Erde, beweise mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Mache ich. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Okay. Ich habe keine Angst. Aber es ist da, ne? Gott, es ist wieder dunkel hier. Och nee, sag mir jetzt nicht, hier ist nochmal ein fettes Labyrinth. Ist wirklich, oder? Du Scheiße! Und hier habe ich noch nicht mal eine Map. Du Kacke! Oh Gott. Oh mein Gott, okay, das ist ja absolut furchtbar. Oh, shit. Okay, da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Das ist gut, glaub. Oh, ein Penis. Das ist ein großes penisförmiges Ding. Erstmal untersuchen. Cool. Okay, kümmere ich mich mal gerade um das Ding. Ich hoffe, dass es nicht so viel aushält. Ja. Ah, oh, ist wieder so ein Teil, was irgendwie seine. Das Teil verschwinden lässt, wenn ich ziele. Kriege ich auch selber Fett Damage wahrscheinlich. Ja. War es das wert? Ich denke schon. Jetzt habe ich natürlich hier irgendwie eine Kacke ausgerüstet. Mein Master ist irgendwie tot. Okay. Ich mach das jetzt noch fertig hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich hier das Ende schon ist oder ob das nur ein Weg von ganz vielen ist. Ja, du stehst ein bisschen doof, Kollege. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh. Ach Mann. Ja. Batterieleistung ist nach. Danke für die Info. Mal wieder. Immerhin labert Pfeil mich nicht die ganze Zeit voll. Ja, jetzt sieht man ihn auch einfach nicht. Oh, was ist das denn? Was tust du, Link? Du sollst einfach nur springen, Alter. Das war dumm. Okay, jetzt mal wieder selber Damage kassieren. Ich hab keine Donnerblumen mehr, Alter. Oh, das ist schön. Donnerblumen. Gekocht habe ich übrigens auch nicht mehr, ne? Auch etwas, was ich permanent vergesse. Ich bin da witzig, dass ich da das machen kann. Seht ihr irgendwas?
So. Hi. Ups. So, was passiert da jetzt? Kommt bestimmt so, ah, du hast einen von fünf Dingern hier unten gekillt. Und ich denke mir so, bitte eliminiere mich. Oh, so ein Anium. Beziehungsweise schon direkt die fertigen Kristalle, das ist ja cool. Okay, ja, ballern wir jetzt aber mal daran. I guess. Hauptsache halt irgendwo, so, wo war das? Da. Na, kein Fall. Ja. So, was passiert jetzt? Mach mal Licht hier, das wäre super. Der du das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast. Durch dein körperliches und geistiges Geschick vermochtest du den Herausforderungen dieser Sorte zu trotzen. Ich weiß nur den Eingang hier. In Anerkennung deiner Leistung übergebe ich, Herrscher der Eulen, dir nun deinen wohlverdienten Lohn. Beseelt von einem bösen Geist anderer Dimension oder der Zeit soll dieses Stück von nun an dir zum Schutze dienen. Aha. Okay, das war. Ich bin tatsächlich fertig. Bin ich einfach zufällig in den richtigen Gang gegangen. Unheilsreiterstiefel. Diese Stiefel sind angeblich von einem bösen Geist in einer anderen Dimension beseelt. Seltene Stücke, die nicht einfach so lang sind. Okay, I guess. Ich würde jetzt einfach mal wieder hochgehen. Weil gehe ich hier auch gerade wieder hoch? So, keine Ahnung, das ist eine Truhe, glaube ich. Konstruktbogen. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich herkam und es ist alles ultra verwirrend hier und ich will hier auch eigentlich gar nicht mehr sein. Ah, gut, die Folge ist ja eh vorbei. Das heißt, wir haben das auf jeden Fall geschafft. Das ist eine coole Sache. Ich würde eigentlich nochmal gerne nach oben, um zu gucken, was in den anderen Gängen ist, aber irgendwie auch will ich das nicht. Machen wir auch nicht. Ganz ehrlich, ist mir jetzt zu doof. Ja, aber cool, dann haben wir, Achso, ja. Haben wir das auch geschafft? Ja, dann können wir beim nächsten Mal das nächste angehen. Wo war denn das? Also hier war ja eins und wo war noch mal eins? Da, ne? Genau, hier. Ja, dann können wir hier auch mal irgendwie den Turm da, von da aus mal gucken. Ah, scheint ja auch irgendwie gar kein Hinkommen zu sein. Oh. Wisst ihr was? Ich versuche mal bis zum nächsten Mal rauszufinden, wie man da hinkommt. Dann können wir das auch schon mal erledigen. Von da aus dann vielleicht weiter. Das wäre ja gar nicht schlecht, oder? So, ich porte mich weg. Damit ich schon mal Bescheid weiß. Und sage jetzt einfach schon mal während des Ladescreens danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und ja, mal gucken. Ich werde mal irgendwie rausfinden, wie man da hochkommt. Bis dahin. Tschüss.